Mahlzeit. Zuerst mal danke für die vielen wirklich sehr schönen Kommentare, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, wenn der eine oder der andere gewinnt. Und jetzt sind wir schon mal bei den anderen. Jetzt nehmen wir an, die anderen Parteien, die wir derzeitig haben, gewinnen die Wahl 21. Und ich habe dieses Video aus zwei bestimmten Gründen so genannt, Rebellen in der DDR. Und zwar, das kann ich euch dann empfehlen, mal anzuhören. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Und zwar der JEB 2410, dieser Lehrer, der sich praktisch aus dem Schuldienst verabschiedet hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat und weil er dieses Unrecht nicht mehr mitmachen will, der hatte etwas gefunden und übersetzt. Und zwar, wie Leben in dieser Welt, hat er sein Video genannt, falls ihr danach suchen müsst, falls es so nicht zu finden ist. Und zwar, wer sind die rebellischen Personen? Das hat er von Osho oder Bhagwan übersetzt und mit Musik unterlegt. Sehr schön. Das geht ungefähr ab Minute 1,45 los. Ich werde es euch aber nicht zeitgenau verlinken, sondern hört ihm einfach zu, weil es ist auch sehr interessant, wie er darauf kam. So, jetzt, was hat das ganze Thema aber auch mit dem Thema an sich nochmal zu tun? Und weshalb ich dieses Video von dem Lehrer so gut finde und auch darauf verlinke, darauf verweise, ist Folgendes. Ich hatte mir schon mal die Mühe gemacht, das aufzuschreiben, und zwar die Gefahr für die Denkenden in dem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Zuerst zur Gefahr dieser Erscheinungen, denn diese Gefahr ist überlebenswichtig für die Vernünftigen. Die Gefahr ist leicht einzusehen, wenn man bedenkt, dass sich die Anzahl der Menschen, die vom Staat, also von den Abgaben der Fleißigen bezahlt werden, in den letzten Jahrzehnten ständig vergrößerte. Das muss nicht bewiesen werden, denn es ist klar ersichtlich, weil in offiziellen Quellen nachzulesen. Derzeit ernähren in Deutschland schätzungsweise ein Viertel Werteschaffende den Rest der Bevölkerung. Und dieses Missverhältnis wird immer größer. Dieses fleißige Viertel empfindet es als ungerecht, aber warum scheint es der andere Teil als gerecht zu empfinden? Ganz einfach. Besonders die Verwaltenden, also die Bürokraten, sehen sich und ihre Beschäftigung als wichtig an. Sie glauben sogar größtenteils selbst, dass sie wichtig für die Fleißigen seien. Nun, wenn wir diesen Zustand so wie heute einfrierten, scheint noch keine Gefahr. Die Erfahrung, empirisches Wissen, zeigt uns aber, dass das Dreiviertel immer weiter wächst. Wer soll dann noch dafür aufkommen, wenn niemand mehr Werte schafft? Das ist die eine Seite der Gefahr. Die andere Seite der Gefahr erwächst aus der bereits angeführten Unbildung und daraus folgenden schlichten Dummheit der großen Masse. Circa 80% mit einem IQ kleiner als 100, siehe weiter unten. Denn auch diese Masse wächst. Deren Handeln wird immer unvernünftiger werden. Also geht es mit der allgemeinen Wirtschaft bergab. Es wird weniger produziert und gibt darum weniger zu verteilen. Daraus kann nur noch folgen, dass sich die Masse auf die Fleißigen stürzen wird, diese zu enteignen. Da die Vernünftigen in der Unterzahl sind, müssen sie es sich gefallen lassen. Wollen sie nicht bei der Verteidigung ihrer letzten Habseligkeiten sterben. Es gibt einen Ausweg. Das ist zwar ein langer Ausweg aus der Krise, aber bis dahin, ja, bis dahin müssen wir letzten Endes überleben. Ich möchte gar nicht mal so wie Schopenhauer rangehen, der da sagte, es geht nur darum, irgendwie durchzukommen. Nee, 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 nee. Sich selbst deswegen verleugnen, das müssen wir nicht. Und es scheint auch, das, was der Lehrerkollege hier sagt, beziehungsweise übersetzt hat, was also Osho beziehungsweise Bhagwan sagt, dass das so eine Art Feigheit ist. Ah, das ist Klugheit. Das ist tatsächlich Klugheit und es hat tatsächlich auch mit den sogenannten Rebellen in der DDR zu tun. Denn die kamen dann, als es soweit war. In diesem Sinne, Leute, macht was, aber macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.